So, neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Ja, ist schon eine Weile her, dass ich wieder was rausgebracht habe. Ich weiß, ich habe ja jetzt meine kleine Weihnachts- und Jahresanfangspause gemacht. Jetzt wollen wir aber mal weiterspielen. Und wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Let's Play beim letzten Mal in Gotha abgeschlossen. Aber ich hatte ja gesagt, ich glaube zumindest, dass ich es gesagt hatte. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ist schon ein paar Wochen her, dass ich das Ganze aufgenommen habe. Ich denke, ich habe gesagt, dass ich noch die ganzen Truhen um den Belagerungsring um Vanguard öffnen wollte. Und das habe ich auch getan, soweit ich mich entsinnen kann. Und dann dachte ich mir, kann ich doch mal in Geldern vorbeigehen und versuchen, diese Goldteller zu klauen. Denn das ist ja jetzt nicht allzu spannend, da mal auf den richtigen Moment zu warten, die Dinger zu mopsen. Das habe ich jetzt getan. Wir waren ja da in dem Tempel direkt bei Grog, dem Oberschaman. Und die können wir jetzt noch Laris überreichen. Und ich würde sagen, danach können wir dann direkt nach Gotha gehen und dort weitermachen. Denn ich habe jetzt keine Lust, die ganzen restlichen Aufgaben hier in Geldern zu machen. Das können wir irgendwann später mal abschließen, würde ich sagen. Das muss jetzt nicht sein. Ja, gut, Laris, mein Freund, los geht's. Hier sind die 6 Goldteller der Schamanen. Siehst du? Ich wusste, du kommst da irgendwie heran. Hier ist dein Anteil. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Ärger. Na, immerhin gab das ein bisschen Geld, ne? Was machst du jetzt? Wenn ich meine Geschäfte hier erledigt habe, mache ich mich auf den Weg zu den Assassinen in die Wüste. Sobald sie hören, dass die Goldteller nicht mehr da sind und ich mich längere Zeit nicht melde, kriege ich Ärger. Ich hoffe, du machst nicht mehr so viel Unsinn, mein Freund. Ich werde mir Mühe geben. Ich doch nicht. Ich mache niemals Unsinn. So, gut, haben wir das abgeschlossen. Wenigstens gab es dafür ordentlich Geld. Das hat sich dann doch irgendwo gelohnt, ein bisschen. Denn das war schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, da an die Teller ranzukommen. Schließlich sitzt Grog ja die ganze Zeit dort in diesem Thronsaal herum und 2 von den Goldtellern liegen direkt vor seiner verfluchten Orknase herum. Das heißt, man muss mal darauf hoffen, dass Grog 3 Meter läuft dort innerhalb dieses Raumes und einem mal den Rücken zuwendet, damit man die Dinger klauen kann. Ist nicht so schön gemacht, finde ich, aber man muss sich die 10.000 Goldstücke ja auch irgendwie verdienen können, nicht wahr? So, und dann will ich jetzt auch gar nicht mehr lang drumherum gehen hier. Wo habe ich es denn? Haben wir überhaupt einen Teleportstein nach Geldern? Quatsch, nicht Geldern, sondern nach Gotha. Ja, nach Geldern haben wir einen, das weiß ich. Nee, sieht schlecht aus. Gut, dann auf nach Modera und dann müssen wir den Rest wieder laufen. Hat sich jetzt nicht so gelohnt für die Aufnahme jetzt extra hier stehen zu bleiben, ich weiß, aber ich wollte natürlich den Dialog mit eingebaut haben ins Let's Play. Ich will ja schließlich keine Missionen abschließen, ohne dass ihr dabei seid. So. Gut. Ja, neues Jahr, neues Glück, ne? Wie schon gesagt. Ich muss ja sagen, ich muss zugeben, eigentlich bin ich heute nicht so sehr in Let's Play-Stimmung, weil ich heute schon einen ziemlich langen Tag im Labor hinter mir habe. Der dazu noch ziemlich frustrierend war, weil es mir meine Chemikalie, meine Synthese zerschossen hat. Aber naja, was willst du machen? Ich muss ja irgendwann mal wieder anfangen, ne? Und da es ja schon die ersten Klagen gab, dass ich doch mal bitte wieder weitermachen soll, sei das hiermit getan. Wir gehen also wieder nach Myrtana und schauen mal, dass wir hier noch weiterkommen in Gotha. Wir müssen noch Untote töten, genau. Wir müssen Untöten, natürlich. So, und dann, wenn wir Gotha gereinigt haben, gesäubert haben, auch bitte mal flüssig laufen, ja, das wäre sehr schön. Dankeschön, sehr freundlich. Nein, nicht stehen bleiben, danke sehr. Gut. Wenn wir Gotha dann gesäubert haben, dann finden wir dort auch noch was Schönes, was uns noch in ein anderes Städtchen führt. Und ich stelle gerade fest, unsere Armbrust ist gewaltig. Die hat ja übelste Ausmaße, übelste Umfänge. Die Schlagarme davon sind ja... Hui. Na gut. Ist jetzt auch egal. Oh. Hi. Was? Nein, nicht mit der Armbrust. Ein Warg. Sozusagen die orkischen Hunde. Wobei ich glaube, dass es in Gothic 1 und 2 auch extra noch Orkhunde gab, oder? Kann das sein? Ich weiß bloß, wie wir es im... Im Let's Play. Bei uns im Rollenspiel gelöst haben. Da gibt es einen speziellen Orkhund. Wir sind ja nicht viele Orks. Also ich habe ja auch einen Ork, den ich schreibe. Auch wenn ich mal wieder schreiben müsste und es lange nicht mehr getan habe. Aber jedenfalls besitze ich auch einen Ork-Charakter. Wir sind, glaube ich, eine elitäre Masse von 8 Mann oder so, von denen 4
oder drei oder so, naja, sagen wir mal aktiv sind. Also wirklich aktiv schreiben kann man das nicht nennen, aber naja. Sind ja nur die Zweit-Accounts sozusagen. Aber jedenfalls besitze ich auch einen Ork und in unserem kleinen Ork-Stamm gibt es einen Ork-Hund, der gute Ulu, ein fettes Drecksvieh, ein faules und feiges. Ich glaube, der ist so ähnlich wie... Oh, wie hieß denn der? Der Hund, den Hagrid bei Harry Potter hatte. Der ist, glaube ich, so ähnlich. Fang hieß er, glaube ich, ne? So ungefähr kann man sich den vorstellen, den Ork-Hund. Und ich glaube, bei uns im Rollenspiel wurde es da so gelöst, dass die Ork-Hunde Mischlinge sind aus Wagen und normalen Hunden. Genau, also im Prinzip nicht so wild wie Waage, aber trotzdem ihre Kraft irgendwo dann doch mit aufgenommen. So, ich speichere mal hier. Denn wir wissen ja, man stirbt schnell in Gotha. Ich habe es ja schon ein paar Mal geschafft. Zumindest einmal, das mir noch sehr schmerzlich in Erinnerung geblieben ist, als ich den Dämon getötet habe und dann mir dachte, ja, du hast es geschafft. Und dann bin ich durch ein paar Skelette gestorben. Ab und zu sollte man sich halt auch auf den Kampf konzentrieren und nicht so, wie ich es gerade tue, schon wieder die Kämpfe totquatschen, damit man dann wieder die Konzentration schleifen lässt. So, ich denke, das wird jetzt aber hier nicht allzu ausgedehnt sein, zeitlich, diese Säuberungsaktionen, denn wir haben ja schon die... Huch. Ja, ja, nix da mit deinem Stich. Wir haben ja schon die Burg oben gereinigt. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch hier diesen äußeren Ring... Na, aber... Diesen äußeren Ring zu säubern und dann war es das auch schon. Dann können wir in diese kleine Höhle, da in dieses Verlies reingehen. Och Mensch. Na, haben wir es dann bald. So, hier unten ist niemand mehr, das ist schön. Ja, dann wenn wir dann fertig sind, können wir dann in diese Höhle reingehen. Da gibt es auch noch ein paar. Ich will bloß noch kurz hier oben gucken. Och Leute, bisschen flüssiger, bisschen wenigstens. So, gibt's hier denn jemanden? Nein, aber hier ist es schön, finde ich. Also dafür, dass ja alles so abgeranzt ist, sieht's hier noch relativ gut aus. Uninteressant. Natürlich ist es uninteressant, was sonst? Aber eine Truhe, yay! Und gleich beim ersten Mal geöffnet. Und ein Erzrohling, na Mensch. Sagt bloß, oh, Amulett des Druiden könnte vielleicht sogar interessant sein, müssen wir gleich mal gucken. Sagt bloß, dass die... gestohlene Ware von Sugut es irgendwie hier hochgeschafft hat in eine der Truhen rein. Das wäre irgendwie merkwürdig, muss ich sagen. So, Schutz zerschmettern 15 und Klingen 15. Weiß ich nicht. Nee, Quatsch, das ist besser. Ja, die anderen sind alle schlechter. Was haben wir hier eigentlich? Ring des Kampfes. Ach ja, stimmt, das ist ja ein Adanos-Artefakt. So, und wir wollten altes Wissen sammeln, sehe ich gerade. Oh, da müssen wir aber noch ganz schön sammeln, sehe ich gerade. Ja, ja. Oh, ja. Da müssen wir noch einiges an Steintafeln lesen, glaube ich. Bevor wir das hinkriegen. So. Das noch fix eingesammelt. Wir gucken noch mal kurz in der oberen Etage, ob dort noch jemand auf uns wartet. Dort sollte ja niemand mehr sein. Aber hier könnte vielleicht noch... Wobei, das sieht so aus, als ob ich hier schon gewesen wäre. Ja, das sieht so aus, als ob ich hier schon war. Gut, dann können wir uns auch direkt, nachdem wir diese Truhen hier geplündert haben, in diese kleine Höhle dort aufmachen. Denn dort werden wir weiterkommen. So, und dann wird's wirklich interessant. Denn ich weiß nicht, ob wir das schon von der Stärke her schaffen. Ich weiß sowieso nicht, wie es um uns steht von der Stärke her. Von daher, mal gucken. So, hier sind noch ein paar, ne? Ja... Komm, wir springen einfach mal rein ins Getümmel. Aua. Ja, war taktisch total klug. Erstmal das Skelett. Und jetzt diesen unverschämten Zombie, der uns hier direkt mit einer Attackenwelle umnieten wollte. Gibt's aber nicht. Nicht mit mir, mein Freund. Hey. Ruhig bleiben. So, ja, geh erstmal in die Ecke, genau. Immer erstmal die Skelette, denn die laufen schneller hinter einem her. Das finde ich am schlimmsten, ehrlich gesagt. So. Wenn man mal flüchten will, weil man doch irgendwie Probleme kriegt, dann ist es natürlich gut, wenn man die Gegner, die langsam laufen, noch übrig hat. Während die Skelette, die einem ja hinterher hecheln wie die Bescheuerten,
dann doch vielleicht zuerst getötet werden sollten. Zumal dann immer mal einer von den Ärschen noch einen Bogen einstecken hat, wo auch immer sie den dann verstecken. So. Das muss ja nicht sein, ne? So, wir gucken nochmal kurz hier. Ja, die Truhe, die können wir natürlich noch öffnen. Das nehmen wir noch schön mit. Wir lassen nichts unerledigt. So, und hier unten gibt es noch eine alte Truhe, sehe ich gerade. Oder eine Metalltruhe, wie auch immer. So. Ich habe übrigens mir ein paar Dietriche besorgt. Ich weiß gar nicht, wo ich die hergenommen habe. Irgendwo habe ich mir ein paar Dietriche herorganisiert. Damals, irgendwann. Das hatte ich damals direkt nach der Aufnahme gemacht. Aber keine Ahnung, das ist wie gesagt schon ewig her. Das ist bestimmt schon über einen Monat her. Das habe ich mir nicht gemerkt. Ah, schlecht. Ich sollte mal speichern übrigens, fällt mir gerade so ein. Hier so mittendrin, das ist gut. Das ist genau die richtige Stelle zum Speichern. So, und weiter. Sag ich doch, genau die richtige Stelle. Ich bin manchmal echt schlau mit meinen Aktionen hier, also muss man nicht ganz nachvollziehen immer, was ich hier veranstalte, aber hey, solange ich durchkomme, reicht das doch. So, der Zombie hält sich noch bitte kurz zurück. Ja, sehr gut. Und damit hätten wir das auch. So, ich würde sagen, da können wir mal eine Brotzeit einlegen. Wir haben ja genug Fleisch, wie es aussieht. Das ist das Schöne an Myrtana und Nordmar. Plumps fällt der Zombie um. Dass man hier auch genug Fleisch findet. In Marant ist das ja immer... Ach, komm schon. In Marant ist das ja immer ein bisschen schwierig, weil dort wenige Gegner rumspringen, die einem dann wirklich Fleisch zurücklassen, wenn man sie umbringt. Das sind eigentlich nur die Snapper. Dort in Marant. Und ja, das ist halt ein bisschen blöde, ne? So, da oben dürfte ja nichts sein, was wir einsammeln können. Aber hier ist das, was wir suchen. Ich glaube, ansonsten ist ja auch gar nichts mehr. Nee. Ein Teleportstein und der führt uns nicht etwa nach Braga, was quatsch ich denn heute? Nach Gotha. Also man, ich glaube, man merkt, dass ich etwas unkonzentriert, weil müde und erschöpft bin. Der führt uns nicht nach Gotha, sondern der führt uns nach Vanguard. So, und den werden wir dann auch direkt mal ausprobieren. Mal gucken, wo er ist. Sehe ich ihn gleich so? Ja, hier, die Königsstadt. Deswegen Krone über dem Stadttor. So, und dann auf nach Vanguard. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Ah, schön. Habe heute noch nicht viel getrunken. Das ist schlecht. So, wunderbar. Und dann treffen wir doch schon auf den ersten Paladin. Wir sehen, wir sind in einem Innos-Tempel herausgekommen. Aber hier gibt es nichts zum Einsacken. Wir könnten höchstens mal... Moment. Mal kurz gucken, was haben wir denn an Lebensenergie? 686, ich weiß nicht, wir haben ja ein paar Lernpunkte. Ne, ich probiere es erstmal so, ich speichere hier jetzt erstmal. Und dann probiere ich erstmal so durchzukommen und werde mal sehen, ob die Lebenspunkte reichen. Die können wir dann zur Not ja immer noch ausgeben. Nicht wahr? Endlich hat es jemand geschafft. Jo. Wir haben so lange auf ein Zeichen von draußen gewartet. Willkommen, Fremder. Ihr habt ja noch Glück, dass die Untoten die Dinger nicht benutzen können. Oder stellt euch mal vor, der Dämon wäre plötzlich hier mal reingeploppt. Das wäre witzig geworden. Schließlich kann ja niemand fliehen aus der Barriere. Was ist hier los? Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier angeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charypto in der Burg des Königs. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Na klar, das tun wir gern. Was ist das für ein Ort hier? Es ist der alte Innos-Tempel der Stadt. Wir haben uns hierher zurückgezogen. Wir kommen weder vor noch zurück. Ich muss zum König. Eine ganze Garnison Ork-Krieger steht zwischen hier und der Burg des Königs. Nur ein Wahnsinniger würde versuchen, durch die Stadt zur Burg zu gelangen. Ja, hier, ich melde mich. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Wenn du den Tempel verlässt, dann blicke nach Süden. Die hohen Mauern und Türme gehören schon zur Burg des Königs. Aber um dorthin zu gelangen, musst du durch die von Orks verseuchte Stadt, Fremde. Das kriegen wir hin, das kriegen wir irgendwie hin. Gib mir den Feuerkelch. So. In Ordnung, aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Natürlich. Er ist außerordentlich wertvoll. So, mal wieder sind alle total vertrauensselig zu uns. Wir könnten ja auch genauso gut ein Orksöldner sein, ne? Aber hey, was soll's. Was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts.
Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von 5 Feldherren, die die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich hoffe, dass deine Kampfkraft so groß ist wie deine Überheblichkeit. Ich auch. Die Feldherren haben sich in den großen Häusern der Stadt niedergelassen. Viel Glück. Ich hoffe, ich sehe dich in einem Stück wieder. Ja, das werden wir sehen, glaube ich. Beseitige die 5 Anführer der Ork-Belagerung innerhalb der Barriere. Das wird witzig. Was ist an diesem Feuerkelch so wichtig? Das fragst du mich? Ich weiß nur, dass die Feuermagier ganz heiß auf die Dinger sind. Ja, genau. Gut, haben wir das mit Markus geklärt? Der scheint ja ein ganz heller zu sein. Genau, das dachte ich mir, dass hier hinten eine Truhe ist. Ich frage mich, wie der zum Paladin geworden ist. Ich meine, der ist ja jetzt offenbar nicht so sehr für... Verdammt, das ist ein unmögliches Schloss, okay. Der scheint ja jetzt nicht so sehr für total komplexe Gedankengänge zu haben zu sein. Schließlich hat er einen Feuerkelch in der Hand und denkt sich so, ist bestimmt für die Magier. Gehen wir mal quer durch die von Orks verseuchte Stadt und bringen das Ding hin. Es könnte extrem wichtig sein und vielleicht muss er ja gar nicht zu den Magiern hier in der Stadt, aber hey, wir bringen ihn trotzdem erstmal dorthin. Es ist ja nicht so, als hätte unser Held nicht noch andere Teleportsteine, mit denen wir das Ding erstmal aus der Stadt raus und damit in Sicherheit bringen könnten. Nein, aber ist egal. So, ich will mich ja nicht beschweren.